So, falls nämlich jetzt die Sulfuric Acid fehlt, können wir ja hier einfach noch einen hinsetzen. Ja, das würde ich jetzt noch nicht machen, aber... Nee, nee, nur bei Bedarf, nur dass wir uns halt dann, ich sag mal, sozusagen einig sind, dass wir das hier nicht vollstellen. Ja. Wo wollen wir denn jetzt die Tanks hinpacken, damit wir das die Schwefelsäure irgendwo... Die Schwefelsäure würde ich jetzt hier lagern. Ja, das heißt, ich führe mal kurz die Pipes, die Poles wieder runter. Ich mache hier nochmal eine... Oh, das war ein bisschen schwierig. Passt natürlich jetzt nicht, jetzt hat der Jove das Band schlecht gelegt. Willst du mich jetzt verarschen? Du brauchst doch gar keine Stromdinger. Hä? Wofür brauchst du Stromdinger? Warum? Nein, damit wir das Muster fortgeführt haben. Weil wenn hier nachher, kommen doch hier auch Produktionslinien hin. Ach so, so meinst du das jetzt? So, ja, das und damit das halt einfach, sag ich mal, weiterhin auch funktioniert, damit wir nicht... Dafür ist es mir wichtig. So, und jetzt kann ich auch mal hier die Tanks einbauen. Ich mache einfach mal 4 Stück. Das, denke ich mal, sollte am Anfang reichen. Machen wir es mal... Doch, machen wir mal hier hin. Na, Mensch, falsche Taste. Ich gucke einmal schnell, wie die Produktion aussieht. Ob das jetzt passt unten. Also ob das ausreicht. Also bis jetzt fehlt das voll. Das ist schon okay. Das ist gut. Das bedeutet, hier können wir es abziehen. Beziehungsweise hier. Das Einzige, was mich an Öl wirklich stört, ist, dass man durch diese blöden Rohre nicht durchlaufen kann. Das reicht um eins. Um ein Feld nicht, aber... Ja, gut. Aber das ist ja okay. Guck mal, jetzt produzieren wir... Jetzt sehen wir auch, was da eingeliefert wird. Ja. So. Guck mal, jetzt geht das auch richtig schnell hier. Jetzt können wir arbeiten, ja. So, aber hier haben wir noch Lubrikant. Das wird zwar schon produziert, wird aber noch nicht abgeliefert. Das heißt, wir können jetzt hier unten auch, wir müssen jetzt nochmal Kupfer und Eisen hier runterkriegen. Oder? Oh, wir werden angegriffen. Ach du Scheiße. Ich produziere. Ja, ich bin unterwegs. Was ist das kaputt gegangen? Das Radar. Zum Glück nur. Ach du Scheiße. Komm weg, ich will nicht hier. Da. Wisst ihr was? Da. So, Entschuldigung. Die haben uns ein Radar zerstört, die Schweine. Die haben uns von rechts angegriffen. Okay, gut. Bevor ich mich jetzt um die Batterien kümmere, werde ich jetzt erstmal rechts da die Mauer weiter durchziehen. Cool ist, dass die nur das Radar gezogen haben. Ja, das ist gut. Ich dachte jetzt schon irgendwie so am schlimmsten grüne Chipfabriken oder sowas zerstört. Oh, den Scheiß nochmal nachproduzieren. Ja. So, hast du noch ein paar Tanks? Die 6 Stück, ja, warte mal. Gebe ich dir gleich. Wir treffen uns am besten. Geh nicht so weit nach rechts rüber. Bei der, oder? Bei der Kiste, ja, gut, okay. Bei dem Müll, nicht gerade. Ja. So, Moment. Ich gebe dir auch nochmal meine Rohre, wenn du schon dabei bist. Du kannst ja sonst, wenn du willst, an der Batterie weiterarbeiten. Hm? Und ich komme gleich wieder dazu. Ich mache jetzt erstmal rechts die Mauer da dicht. Oder zumindest zieh sie weiter hoch. Was forschen wir? Und ich erforsche Landminen. Ja, also Explosives und dann kann danach Landminen gemacht werden. Storage Tanks. Apropos, wir können vielleicht hier mal ein Gate hinmachen. Haben wir ja noch gar nicht. So. Machen wir mal. Geht's hier von der Höhe her? Ja. Machen wir vielleicht hier hin. So. Was ist denn? Ein Doppelgate, weil wir haben ja auch eine Doppelmauer. So, jetzt wird Lubrikant auch eingeliefert. Das ist ja blöd. Die Mauer ersetzt einfach das Gate. Also, naja, was heißt blöd, aber... Hast du noch... Nee, und unsere Ölproduktion geht runter. Also wir verbrauchen zu viel Öl. Wir brauchen mehr Öl. Was habe ich? Was wollte ich sagen? Hast du noch Granaten? Beziehungsweise, nee. Ich habe nicht, aber wir produzieren hier noch Granaten. Wir haben ja noch Granaten produziert. So. Wir müssen sowieso mal gucken, ob wir das nicht auch ein bisschen eingrenzen mit den Granaten. Ja, würde ich sowieso machen. Auf 200 oder so. Ja. Ich hatte ja schon extra nur eine Holzkiste genommen. Aber wir haben jetzt schon 158 Granaten. Können wir das auf 200 reduzieren. Eisenplatte, Kupferplatte, Sulfurid Acid. Wie viel habe ich denn noch an Mauern? Oh, ich kann da noch einiges machen. Gut, dann werde ich hier nochmal weiter nach oben gehen. Oh, jetzt wird der Wald hier aber echt zu dicht. Ich hole mir doch nochmal Granaten. Das wird mir zu viel Arbeit, jetzt das alles per Hand zu machen.
Gehen wir noch mal einmal schnell zurück. Wie sieht es eigentlich mit unseren Tränken aus? Oh, das läuft alles. Sehr schön. Das funktioniert schon mal gut. Müssen wir eventuell vielleicht sogar noch mal die Anzahl der Forschungszentren erhöhen, habe ich schon überlegt. Aber wo laufe ich hin? Da will ich hin. So, ich begrenze das Ganze mal auf, sagen wir mal, ein Stack. Also einen freien Platz, würde ich sagen. Weil ich habe jetzt 161 Granaten da draus geholt. Gut, wir werden sie schnell verballern. Oder sagen wir mal zwei. Ja, ja, ich habe jetzt auch, ich hatte das ja auch auf zwei Stacks. Die stacken sich auf 100, das heißt, das wären 200 Granaten. Das reicht. Das muss reichen. Aber nein. Oh, oh. Achso, aber an der Mauer, an der Mauer. Bist du da? Machst du das? Ja. Oder? Moment, ich bin auf dem Weg, ja. Ja, ich bin genau da, wo du gerade im Haus. Deshalb wird es jetzt auch Zeit, dass wir jetzt die Lasertürme auch haben. Wo sind die denn? Da unten. So. Ich erforsche jetzt mal den Stil für uns. Rap Packs. Wollen wir mal ein bisschen reparieren hier. Ah, das waren nur kleine. Und wir müssen natürlich hinter den Mauern auch Platz machen, was mir gerade mal so einfällt, weil wir wollen ja auch die Türme platzieren. Das heißt, ich werde mich jetzt schon mal hier... Vielleicht sollte ich ein bisschen aus dem Weg gehen. Oh ja, die Granate. Da ist echt perfekt. Ja, ich habe mir auch ordentlich Schaden gemacht. Ich habe nur halbe Leben. Perfekt. So gehört sich das, Mitch. Ja, aber schon mal für Zukunft jetzt für die Türme hier ein bisschen Platz machen. Das kommt. Das ist doch so, was man ständig noch im Fernsehen auch sieht hier, von wegen irgendwelche verrückten Amis, die sich irgendwie Bomben und Granaten bauen und so. Und sich dann selber ja, und in die Luft jagen. Genau, selbst an den Kopf hauen. Ich hätte gerne. Ah, komm. Muss doch ein bisschen weiter weg. Machen wir mal ein bisschen Platz hier. Oh, ich werde dauerhaft hier angegriffen. Alter, steht schon wieder. Du sagst Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ja, ich. Nee, okay, noch geht's. Aber wir müssen echt diese. Unbedingt die Lasertürme haben. Wie weit bist du? Bist du an den Batterien dran? Ja. Sehr gut. So, so. So, und jetzt fehlt hier nur noch so ein Fluid Acid. Was ja dann, das ist Wasser. So, das reißen wir nochmal schnell ab hier. Das ist so ein Fluid Acid. Das kann man weg. Und wir sprengen uns hier wegfrei. Wie im echten Leben, das ja teilweise auch leider so gemacht wird manchmal. Die Natur wird zerstört, damit sich der Mensch ausbreiten kann. Aber so ist das halt nun mal. Wir brauchen mehr Platz. Was kommt nach der Erde? Ja, das Universum, ne? Nächste Planeten. Besiedeln. Richtig. Du, ganz ehrlich, wenn wir könnten, würden wir wahrscheinlich schon den Mars voll knallen mit Bewohnern. So nach dem Motto. Wenn wir da ordentlich, ich sag mal, Lebensmittel anbauen könnten, dann würde das wahrscheinlich schon... irgendjemand sich das Land sichern da und wahrscheinlich schon Wohnung verkaufen oder was auch. War das nicht vor einer ganzen Weile schon mal modern, sich Grundstücke vom Mond zu kaufen? Ja, ja. Da gibt es tatsächlich Firmen, die das, glaube ich, auch verkaufen. Also. Das ist echt genial. Gehört niemandem, aber einfach mal verkaufen. So. Oh. Ja. Ja, ich bin dran. Alter Schwede, ey, jetzt reicht das langsam, oder? Das gibt's auch gar nicht. Moment mal. Weiß mehr. Jo, ich muss zwar die kompletten Mauern jetzt alle reparieren. Aber, ja. Aber ich finde, trotzdem ist es so, dass, wo sind sie denn jetzt schon wieder dran? Trotzdem so, dass wir relativ spät erst angegriffen wurden. Hab ich das Gefühl. Also das hatten wir schon ganz anders. Wie weit soll ich jetzt die Mauer denn ziehen? Du siehst ja auf der Karte, wie weit ich schon bin. Ich würde sagen, am besten noch um das Öl herum. Also ich sag mal noch ein Stück hoch und dann... Das ist eine sehr große Fläche. Ja gut, aber wir werden das ja dann eh nochmal brauchen. Ich würde das schon so machen, ja. Also wenn du den Platz hast, dann... Also wenn du die Möglichkeit hast, würde ich schon so machen. So, Batterien werden produziert. Ich produziere jetzt Lasertürme. Ja, wenn ich noch Mauern hätte, dann... Achso, da habe ich noch welche. Doch, doch, ich habe noch.
Wo produziere ich jetzt Lasertürme? 20 Eisenplatten. Ist gut, da die jetzt können wir von hier nehmen. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, das war jetzt doof. Electronic so schnell. Circuits. Kupferkabel und Eisenplatten, das wäre ja schon mal. Wie weit müssen wir denn noch? Kann ich sonst Electronic Circuits hier irgendwo abkappen? Oder wie weit bin ich denn jetzt? Nee, ich muss noch ein Stück weiter. Komm, verballern wir die letzten Mauern hier nochmal. Da nochmal zwei Stück. So, jetzt sind die Mauern auch alle. Jetzt haben wir hier aber hinter hoffentlich genug Platz für die Lasertürme, sonst müssen wir uns da einfach noch ein bisschen was wegsprengen. Hier machen wir nochmal ein bisschen Platz. Das war schon richtig. Ah, komm, das nehmen wir auch noch mit. So. Electronics. Haben wir auf jeden Fall genug Platz. Gut, wie weit bist du? Ich komm mal rüber. Ich bin bei dir. Du bist bei mir? Ja, ich stehe rechts von dir. Ja, du hast jetzt da unten ordentlich. Moment. War auch drei Fabriken gleich für. Sehr cool. Hast du schon. Ja, baust du schon Lasertürme oder? Ich bin gerade dabei, die Produktion zu starten, ja. Ach, hast du dann eine Fabrik für gebaut oder? Noch nicht, nein. Ich hole mir gerade die ganzen benötigten Waren. Okay. Ich meine, man kann es natürlich auch so machen, dass wir einfach eine Fabrik irgendwo hinsetzen, die dann in Klammern, sag ich mal, vollfüllen lassen von der Kiste und nicht die, ne, weißt du, nicht Bänder hinführen und. Achso, ja, aber ich führe jetzt schon Bänder hin. Das ist alles gut. Wir haben auch fast alles da. Also es ist alles da, außer die grünen Dinger. Und die grünen Dinger hole ich gerade. Ja. Wo baust du? Weil wir die sowieso nicht verbrauchen. Die verbrauchen wir zurzeit noch gar nicht. Die liefern wir nur in eine Kiste ein. Ja. Wo willst du denn die... Wo willst du dann die Produktion machen? Unten oder was? Ja. Da werde ich auch eine Kiste ranschalten. Halt die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, den Platz da noch zu lassen und stattdessen einfach die Batterien hochzuliefern, woanders hin. Ja gut, aber da unten haben wir jetzt schon schon Eisen und alles da. Ja. Und die brauchen sehr, sehr lange zu produzieren, muss man dazu natürlich auch noch sagen. Nein, mach den nochmal weg, bitte. So. Ich meine halt nur, na gut, okay, wir haben ja links noch ein bisschen Platz. Also hier in dem Bereich ist es ja noch. Es geht mir jetzt halt nur darum, dass wir uns nicht jetzt alles hier vollbauen mit Dingen, die man vielleicht auch, sag mal, woanders hinbauen könnte. Dass man lieber hier, sag ich mal, vor Ort produziert, was auch wirklich, ja, sinnvoll ist, was man hier vor Ort produziert. Ja, aber ich sag mal, deswegen mache ich das jetzt hier, weil wenn wir nach links noch weiter produzieren wollen, müssen wir sowieso Eisen und so weiter alles rüberbringen. Was brauchte ich jetzt? Ich hätte gerne Lasertürme für Lasertürme. Ja. Die Batterien haben wir. Die Stahlplatten müsste ich dann noch runterbringen, zusammen mit den grünen Circuits. Sehe ich das gerade richtig? Stahlplatten, grünen Circuits, Batterien. Das heißt, ich muss hier auf das grüne Circuit. Ja gut, das stimmt. Die grünen brauchen wir auch noch hier unten. Ja. Okay, du hast mich das überzeugt. Heißt, ich muss jetzt hier Stahl abzwacken und dieser Stahl soll auf die andere Seite. Das passt doch sehr, sehr gut. Mal wieder. Ach so, von den grünen Chips da? Dass du das genau, da auf die andere Seite bringst? Einfach, oder? Genau, die werden einfach auf die andere Seite gelegt. Wieder mit einem. Jetzt komm. Zack, Fast Inserter. So. Es ist zwar Blödsinn mit dem Fast Inserter, aber egal. Ja. Er soll erstmal die Kiste wieder leer machen. Sag mal, wir können ja auch nachher hier dann die grünen und die Stahlchips, soll ich sagen, die Stahlstücke dann ja auch wiederum trennen durch Smart Inserter. Genau. Na, weil wir brauchen ja nachher, ja doch, für manches brauchen wir schon Stahl. So, wo wollen wir jetzt die Fabrikanlage denn da hinstellen? Ich würde aber. Ich wollte die nach links packen. Direkt also links von dir sozusagen, genau. Da, hier hin? Na, hier ist, sind die Rohre. Ich sag mal, vielleicht noch ein Stück weiter. Soll ich vielleicht die hier hinmachen? Wie viel wollen wir Fabriken? Wie viel wollen wir da hinstellen? Eine. Für die Lasertürme. Nee, warte, mach mal zwei, weil die so lange brauchen, bis die produziert werden. So, das ziehe ich jetzt einfach mal durch. Oben würde ich die Lasertürme rauslassen. So. Ja. Das heißt, ich werde jetzt mal. Da können dann aber normale Ärmchen oben ran, weil das ist ja Tüdelkram. Ja, das dauert ewig, bis das. Was kann ich denn mal wegschmeißen oder neu sortieren? So, hier sind Smart Inserter, sind die Langarm.
Fast. Wo haben wir denn normal? Habe ich denn überhaupt noch normale Ärmchen? Scheiße, das passt da mit der Kiste hier nicht. Ach, weißt du was, das machen wir anders. Das machen wir dann einfach so. Lasertürmer. Und da würde ich auch sagen, dass wir die am besten auch begrenzen. Ja, die sollen dann halt nur in eine Kiste und dann 100. Mehr als 100 brauchen wir nicht. Also absolut nicht. So, aber ich mache hier trotzdem die Stahlkiste hin. Das heißt, hier kann wahrscheinlich ein normaler Insert dahin. Und da kommt dann eine Kiste hin. Da brauchen wir auch keine Stahlchest. Das ist ja Telegram. Da machen wir mal eine Eisenkiste draus. Ja, ich habe noch ein paar Eisenkisten. Ach so. Ja, gut, habe ich jetzt auch gerade gebaut, aber. Ja, kostet ja auch nichts im Vergleich. Was fehlt hier? So. Also hier. Nee, Moment, wir müssen hier lange Arme. Eventuell musst du sogar die Kiste doch wieder abreißen. Moment, andersrum. Mal gucken. Welche Kiste jetzt? Wenn die zu schnell die. Nee. Okay, da kommt wahrscheinlich nichts mehr an, nee. An Batterien. Wieder kommt nichts an den Batterien. Nee, weil die Laser-Turrets ist ja wegschlammen. Ach so, ja, aber du musst ja gucken, die brauchen so. Und jetzt fangen sie erst an zu produzieren. Und jetzt kommen auch Batterien wieder durch. Keine Panik. Also das wird ja, er führt ja nur einmal wieder voll. Das ist schon okay. Und hier haben wir auch 300 Batterien drin. Also das ist. Okay. Ah, jetzt kommt die Scheiße hier schon wieder. Kann ich und schon sobald, ja, so, nee, ja, sobald Lasertürme fertig sind oder voll sind, dann hört er ja auch auf, die Batterien wegzunehmen. Ja. Ich habe das jetzt nur. Ah, das nervt jetzt. Also da freue ich mich echt, wenn wir gleich die Türme haben. Und da weiß ich auch schon, wo ich sie ungefähr hinstellen werde. Erstmal werden wir sie verteilen. Oh nein, hoffentlich zerstören wir uns jetzt nicht richtig was hier. Ich gehe mal durch. Auf volles Risiko. Ah. Bitte Stahlplatten. Du nimmst dann bitte. Boah, da kommt aber schon ordentlich was an. Also, weder müssen wir uns jetzt mal darum kümmern. Was sowieso, ich sag mal, sinnvoll wäre demnächst. Mal auch. So. Jetzt lagern wir unten links Batterien, Stahl und grüne Circuits ein. Ah, super. Ist denn schon einer der Lasertürme fertig? Oder kann man ja, schon mal ein paar Stück platzieren? Okay, ich, gut. Dass du vielleicht mal. Ja, gut, drei ist jetzt nicht hier. Nee, ich komme jetzt noch mit dem vierten. Ich warte mal schnell auf den vierten. Da ist er. Gib ihn her. Schon mal am besten. Ich werde schon mal die Stromversorgung da hinlegen. Und ich habe keinen Stahl mehr. Verdammt. Ich hole doch immer schon Stahl. Wo ist das denn? Ich war jetzt natürlich nicht da. Ja, über den Gates. Quasi, dass du da. Über den Gates, wo sind die Gates? Da sind die Gates. Über den Gates. Da. Muss die Freiheit los, grenzenlos sein. Also ich würde das Gate noch ein bisschen größer bauen, ne? Ja, wenn du möchtest. Ich mach mal bis hier, so. Und dann ein dahin. Und ein jetzt da. Werden auch bald die Solarzellen sinnvoll, weil die. Dann ballern so viel Strom, das ja, können wir gar nicht herstellen. Ja, Akkumulatoren und so, ja, beides, ne? Und dafür brauchen wir Batterien für die Akkumulatoren. Und für die Solarzellen brauchen wir nur Stahl, Electronic Circuit und Copper. Das haben wir ja auch alles unten. Also unten links, wo die Lasertürme produziert werden, wird auch alles eingelagert für Solarzellen und Akkumulatoren. Jo. Ich hole das jetzt einfach mal da raus, so nach dem Motto. Zack, zack, zack. Und dann produzieren wir mal kurz 56 Akkumulatoren. Und wir brauchen, ich glaube, wir brauchen wirklich mehr Öl. Ich guck mal schnell. So, hast du jetzt alle vier platziert? Ja, sehr schön. Das heißt, da ist ja, schon mal ein leichter Schutz, sag ich mal, weil, ja, mal gucken, wie die gegen die Beißer ankommen. Ja, also unser Öl ist alle. Das es kommt natürlich nach, aber es ist so gering, dass das sich nicht lohnt, sag ich mal. Ja, dann das heißt, kommen wir hier auch gleich zu unserer nächsten Pause, würde ich sagen. Wir sind nämlich jetzt gleich auf 20 Minuten innerhalb von ein paar Sekunden.
Und dann haben wir doch viel geschafft. Müssen wir wieder pausieren. Ich würde am liebsten noch, keine Ahnung, 5 Stunden weiterspielen. Kenne Es ich. macht echt richtig Spaß gerade. Aber wenn Das man ist jetzt mal so echt guckt, wir haben richtig. echt richtig viel geschafft jetzt so in den letzten Folgen. Ganze Ölproduktion hier, Waffen, Laser-Turrets, Granaten. Also was wir auf jeden Fall, ich sag mal, mir vornehme, dass wir in der Zukunft versuchen, wieder ein paar Basen auseinanderzunehmen. Das wäre auf jeden Fall auch mal sinnvoll. Und natürlich hier noch weiterzumachen, dass wir auch noch mehr, weiß ich nicht, nur anfangen, die anderen Chips zu produzieren, da die roten Chips, die blauen Chips. Dann kommt nämlich schon das, langsam kommen wir dann so Richtung High-End-Geschichten. Ja, langsam. Langsam, ja. Ich produziere hier einfach mal. Aber, Ich platziere hier einfach mal mal gucken, was sporadisch wir uns noch so Licht. überlegen für die nächste Folge. Gut. Willst du noch ein letztes Wort sagen? Nö, ne? Wir sehen uns ja eh gleich wieder in der nächsten Folge. Ist ja ein Tag später, dann geht's weiter. Jawohl. Okay. Bis dann, Gut. Leute. Jo, haut rein. Bis gleich, denn.